Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Und ja, here we go again. Wir sind mal wieder einmal beim Archäologiehändler in Boralos. Und zwar möchte ich wieder ein bisschen Artefakte abgeben, die ich gefarmt habe. Insgesamt haben wir 50 restaurierte Artefakte und die tauschen wir jetzt mal wieder ein gegen ein paar hier Dinger von den Tolvir, Archäologie-Fragmente der Tolvir. Ich hoffe ja immer noch, dass ich die Kanofe rauskriege und aus der Kanofe dann dementsprechend das Rezept für die Fülle der Sande. Ich habe mittlerweile ein bisschen den Überblick verloren, wie viel 100 ich jetzt schon aufgemacht habe, aber auch schon einiges. Und ja, ich hoffe, ich kriege das Ding jetzt endlich mal raus, also langsam wird es ein bisschen zäh mit Archäologie-Stuff am Farm. Bin ja immer so ein bisschen in Trainer unterwegs, das ein oder andere Vorkommen am Abbauen und ja, bis ich die 50 Kisten zusammen habe, zieht sich das echt schon immer eine geraume Zeit. Gut, jetzt hier alles eintauschen, das dauert auch immer so ein bisschen. Und dann gucken wir mal rein, ob wir da das ein oder andere rausziehen können. Ich hoffe, ich habe zumindest eine Konofe dabei und wenn wir ganz viel Glück haben, kriegen wir das Ding auch raus. Jetzt schauen wir mal, Archäologie haben wir da hinten. Hoffe mal, dass ich es jetzt hier nicht wieder verbuggt. Teilweise, wenn ich die Kisten zu schnell aufmache, dann gibt es immer so einen Interface-Fehler und dann kann ich die Sachen nicht rausnehmen. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob die Items dann verschwinden dürften, sie zwar eigentlich nicht, aber jetzt machen wir es mal ein bisschen slower hier. Ah, nice, ich habe schon 2 von den Hieroglyphen gekriegt, das ist schon mal sehr gut. Die kann ich nämlich zusätzlich einsetzen und dann spare ich mir ein paar Materialien tatsächlich. Oh, 4 Stück schon, ne? Nicht schlecht. Also ich bin jetzt im Cap, so wie es aussieht. Ah ja, okay, dann setzen wir die Hieroglyphen gleich ein. Raus mit die Dinger. Okay, eine Hand, die brauche ich nicht. Das ist, oh, das ist irgendwas Seltenes. Na super, ich habe ein seltenes Item gekriegt und mein ganzes, ach, das ist ein Pet. Ah, schau mal an. Na gut. Andere würden sich freuen, ne, weil das wahrscheinlich recht selten ist, dass man das Pet kriegt. Aber ich ehrlich gesagt jetzt nicht, weil das hat jetzt ewig viele Ressourcen gekostet und ich habe natürlich jetzt keine Kanofe gekriegt, ne? Das ist eher suboptimal. Vertrauen ist eure Schwäche. Mal, wahrscheinlich kriege ich vorher auch noch das Mount raus. Diese Drohne gibt es ja, glaube ich, darüber auch. Die habe ich natürlich selbstverständlich mir auch schon gefarmt. Damals mit dem Main, als ich das Ganze gemacht habe. Mal, komm bitte, gib mir eine Kanofe. Sanskarabeus. So ein komischer Säbel. Da ist eine Kanofe. Bitte. Da ist noch eine Kanofe, aber ich habe nichts mehr. Yes! Endlich! Oder das ist das richtige Rezept. Ah, ich muss keine Archäologie mehr machen. Ich bin so froh. Ah, ich sag's euch. Das ist Drecksarchäologie. Ah, endlich. Ich bin erlöst. Nie wieder. Erstmal Slash. Tanzen. Oh boy, ich sag's euch. Die Freude ist größer, dass ich keine Archäologie mehr machen muss, als dass ich das Rezept habe. Na endlich! Ich kann gar nicht so viel mit den Augen rollen, wie diese Archäologie mich genervt hat. Okay, wunderbar. Wie viel haben wir jetzt? Ich glaube, müsste jetzt der 8. Teil sein, oder? Also 400 Teile haben wir jetzt gefarmt. Es kann auch sein, dass ich mich verzählt habe. Ich habe mittlerweile einen Überblick verloren. Aber wir lernen sie. Sehr schön. Jetzt müsste ich alle Archäologie-Rezepte haben, die man holen kann. Also, eins ist hier noch drin, wie ihr seht, aber das habe ich auf der Hordenseite geholt. Hat so ein bisschen den Hintergrund, weil ich bei den Aldor bin, das kriegst du bei den Seern, das habe ich auf dem Hordenschar geholt. Aber dementsprechend sonst sind wir durch mit, dem Archäologie-Stuff und auch tatsächlich jetzt mit Archi. Ja, wunderbar. Gut, dann sind wir auch mit der kleinen Videoreihe durch. Sprich, jetzt gibt's, naja, mehr oder minder leider keine Openings mehr für die Fiole der Sande. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich von dem Zeug erlöst bin. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr das auffarmt, bei wie viel Relikten ihr vielleicht seid. Und dann sehen wir uns in anderen Videoreihen wieder. Euer Chla. Bis zum nächsten Mal. Ciao.